Willkommen zurück zum dritten Part von Mario Kart 8 Deluxe. Jetzt werden wir in unserer 200er Hubraum Challenge die letzten 16 Strecken, Strecke 33 bis 48 meistern. Ich hoffe, ihr seid bereit, denn es geht weiter. Yeah. So. Gruselwusel-Villa fehlt uns auch noch. Ich nehme das natürlich direkt im Anschluss zu den ersten beiden Parts auf. Natürlich. Deshalb schließe ich gerade bei meinem Gespräch von vorhin an. Also nicht wundern. Bam. Was für eine Strecke kommt noch? ...15 Strecken noch. Hyrule-Piste haben wir gemeistert. Wario-Piste auch. Mein Hirn ist wie ein Nudelsieb, oder? So, wenn ich mir die Charaktere so ansehe... Toads, Autobahn Hammer. Einfach überraschen lassen. Gut, gut. Unseren Vorsprung weiter erhöhen. Sehr gut. So, 10 Punkte noch, dann haben wir sie überholt. Na okay, sie wird ja auch noch Punkte kriegen. Ach, einfach abwarten. Genau, Gruselwusel-Villa, wie ich gerade eben gesagt habe. Wie aufs Stichwort. Twisted Mansion. Dieses Schild da oben fällt mir jetzt auch zum ersten Mal auf. Ui. So, Wunderhupe. Cool. Geh weg, Inkling-Junge. So, hab's jetzt einfach mal eingesetzt. Fragwürdige Entscheidung, ich weiß. Oi. Oh. Nein, was mache ich denn? Aber hab noch eine Wunderhupe, merke ich gerade. Naja, auf dem achten Platz. Schon etwas unnötig. Pilz, 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 genau. Oh, natürlich erwischt er mich. Baby Park fehlt uns auch noch. Oh, das wird cool. Wisst ihr, im 200er CCM, jeder kann zwei Items nehmen. Das wird chaotisch. Fast so chaotisch wie in Mario Kart Double Dash damals mit den Riesenpanzern und allem. Ha, das war geil. Ach ja. Oh. Könnte besser laufen, oder? Egal. Ja, ja. LOL, ich bin Wahrsager. Immer gerade über... die Strecke, über die ich gerade rede. Kommt als nächstes dran. Sehr cool. So.
So, im 200er CCM ist diese Strecke natürlich noch kürzer, als sie ohnehin schon ist. Oder halt, sie geht schneller vorbei. Wäre vielleicht cool gewesen, wenn sie da die Rundenanzahl etwas erhöht hätten. Aber ist ja egal. So, so chaotisch geht's ja doch nicht zu. Oh, scheiße. Jetzt geht's los. Überall Panzer und anderes Zeug hier. Man überrundet sich ständig. Und schon letzte Runde. Und schon vorbei. Gut, gut. So, was kommt jetzt? Ich tippe auf Röhrenraserei. Röhrenraserei. Komm schon. Röhrenraserei. Nein. Ah ja, Varius Abfahrt haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Discodrom. Tolle Kurven hat diese Strecke, so dass man gut den neuen Turbo ausführen kann. Yeah! Läuft. Oh, er ist oben lang gegangen. Passt auch. Cool designt das alles, auch vom Streckendesign her. Hallo Inkling, Junge. Yeah! Und wieder erster Platz. Also komm, jetzt Varius Abfahrt. Varius Abfahrt. Mount Vario. Vario. Mal schauen. Oh. Ah ja, Exit Bike Stadion. Das gibt's ja auch noch. Oh. Und da werden die Sprünge extra hoch sein. Das ist sehr cool. Dank der Geschwindigkeit extra hoch. Wow! Vielleicht sogar zu hoch und zu weit. Egal. Ja, ja, Leute, ich mach das immer gern, so Meisterschaften wie in Double Dash. Einfach alle Strecken durchrauschen, sofern das möglich ist. In Mario Kart 7 gab es ja keinen Versus-Modus, wo man alles selber einstellen konnte. Somit konnte man da auch keine Meisterschaft machen. In Mario Kart 8 konnte man nur bis zu 32 Strecken einstellen, wie ich schon sagte. Das heißt, bevor die DLC ist, kam links noch, aber dann nicht mehr. Das heißt, jetzt in Mario Kart 8 ist es wieder möglich, eine Meisterschaft zu machen. Yeah. Schade, dass die Computergegner nicht wirklich eine Herausforderung sind. Nicht so wie in Mario Kart Double Dash. Oder vielleicht war ich einfach in Mario Kart 8 schlechter. In Mario Kart Double Dash. Vielleicht war ich da einfach schlechter. Und
empfand die Computergegner deshalb als schwerer. Wer weiß das? Auf jeden Fall auch schön, dass man auch Meisterschaften im lokalen Modus machen kann. So. Was kommt? Ich bin für Röhrenraserei. Komm schon, Röhrenraserei. Röhrenraserei. Regenbogenboulevard, okay. Immerhin fangt es auch mit R an. Oh, die Musik hier ist göttlich. Auch schade, dass das nach wie vor keine drei Runden hat. Oder zumindest zwei. Regenbogenboulevard. Eine Runde nur, die halt in drei Abteile gesplittet ist. Das wäre cool gewesen, wenn sie nach wie vor drei Runden gehabt hätte. Ehemals, also die originale Mario Regenbogen Boulevard war die längste Strecke in Mario Kart und hier in Mario Kart 8 und Mario Kart 8 Deluxe ist jetzt fast die kürzeste Strecke. Leider. Leider, leider. Hallo. Also zumindest zwei Runden, das wäre schön gewesen. Wisst ihr, es ist ja ein Rundkurs, das wäre ja kein Problem gewesen. Aber naja. Macht ja nichts. So, guckt, ich habe jetzt genau 100 Punkte mehr als Platz 2, als Rosa Gold Peach. Haha. So, Wario-Abfahrt. Wario-Abfahrt. Hat natürlich... Hat auch was mit Wasser zu tun. Genau wie die Wario-Abfahrt. Denn Schnee ist ja gefrorenes Wasser. Ha. Gute Ausrede, oder? So, wir haben schon alle Regenbogen-Boulevards abgehakt. Das heißt, die letzte Strecke, die uns heute erwartet, ist logischerweise keine Regenbogen-Boulevard. Wir brechen mit Tradition. Yeah. Schöner Regenbogen da oben. Ah, ist das gemütlich, Mario Kart 8 zu zocken. Ich weiß, dass du da hinten einen roten Panzer... Okay. Sie weiß es auch, dass sie einen hat. So. Was könnte wohl die nächste Strecke sein? Ich sag diesmal Marios Piste. Also die Form der 8 hat. Leck mich, blauer Panzer. Ein bisschen zu spät. Aber nur ein bisschen. Aber das reicht schon. Zum Glück. Marius Piste, sagte ich. Komm schon. Na. Ja. 40. Rennen. Also mit diesem Rennen hier nur noch 9 Rennen. Und dann haben wir schon alle erledigt.
So. Oh. Schade, dass auf dieser Strecke nicht mehr der Wirbelsturm da ist. Den es im GameCube noch gab. Der war immer lustig. Egal. Und dass in diesem Sandstrudel nicht mehr diese Pflanze drin ist. Früher war das so eine Pflanze, die einen aufgefressen hat. Wenn man da reingerät. Aber nein. Diesmal hat da jemand wahrscheinlich Pflanzenvernichter oder so reingeleert. Aua. Und dieses Wasser hier war früher auch noch nicht die Oase. Gell. So, Animation wieder im letzten Rennen. Und zack. Gut, gut. So, fast wette ich jetzt Röhrenraserei kommen. Och, komm schon. Vorhin hatte ich noch auf Marios Piste gewettet und jetzt, naja, Pech. So, diese Nintendo-Werbeschilder hier, sind die auch neu? Oder stammt da früher was anderes? Naja, wahrscheinlich sind sie nicht neu. Da ich mich jetzt nicht so sehr aufs Fahren konzentrieren muss, da die Gegner jetzt mehr oder weniger schwach sind, kann ich mich mehr auf die Details von der Strecke konzentrieren. Deshalb fällt mir sowas halt auf. Aber das Nintendo, die Nintendo-Schilder waren wahrscheinlich immer schon da. Oh, die Doppel-Items, das wertet das Ganze noch herrlich auf und macht das Ganze noch taktischer. Vor allem als auf dem ersten Platz sollte man immer versuchen, Doppel-Items zu kriegen, damit man immer was zum Abwehren hat. Denn so ein Doppel-Item, das beherbergt fast immer eine Banane, Bananenschale oder ein Panzer, womit man dann was zum Abwehren hat. Eine Münze ist leider auch fast immer dabei, aber naja. Vom ersten Platz ist man nämlich auch jetzt nicht mehr so sicher. Ist auch gut so, oder? Ist man immer in ständiger Gefahr. Ah. Röhrenraserei. Röhrenraserei. Mal schauen. Oh. Oh, aber die Winterversion vom Animal Crossing Dorf. Sehr schön. Oh, die Musik. Hoffentlich wird dieses Jahr ein Animal Crossing angekündigt. Kommt schon, die arbeiten doch an der Switch-Version. Neues Animal Crossing. Schaut mal, oh, ist das schön. Entschuldigung. Schaut mal in eurer Switch die Icons an für euer Profil. Schaut mal, wie viele Animal Crossing Charaktere da sind. Die wären da nicht, wenn da nichts für die Switch in der Mache ist. Es kommt ja auch ein Animal Crossing Spiel für Smartphone raus, was dann kompatibel ist mit den neuen Teilen. Da kommt ein Switch-Teil, Leute. Macht euch keine Sorgen.
Animal Crossing for Switch. Das nicht Amiibo Festival 2 ist. Vielleicht wird sie sogar zur E3 angekündigt. Ich meine, das wäre perfekt. Für so nächsten Frühling. Frühling 2018, oder? Ich meine, der Winter, der ist jetzt erstmal besetzt für mit Mario Odyssey und Xenoblade Chronicles 2, sofern das noch kommt. Wie gesagt, ich glaube immer noch nicht dran. Wird bestimmt noch verschoben. Zumindest im europäischen Markt. Aber Animal Crossing so im Frühjahr. Das wäre doch was Hübsches, oder? Doch, doch. Da kommt was, Leute. So. Ich sag Varios Abfahrt. Naja, Varios Abfahrt nicht, aber dafür Varios Goldmine. Gehört auch Vario. 43. Rennen. Danach nur noch 5. So, jetzt fahre ich mal da hinten lang. Da sind aber nur Münzen und so ein Beschleunigungsding. Oh. Oh, wie liebvoll die Charaktere auch gestaltet ist. Guck mal in Inkling, wie viel Emotionen da drinnen steckt. Oh, ich sollte aber lieber auf die Straße gucken. Hallo, Bu. Dich treffen wir heute öfter. So, guckt mal die Pflanze. Da ist auch eine coole Neuerung, sofern das eine Neuerung ist. Aber ich glaube, das ging früher noch nicht. Guckt mal, wenn ich jetzt die Pflanze nehme und dann auf dem Knopf oben bleibt, dann schnappt die Pflanze dauerhaft zu und sie verschwindet dann auch schneller. Guckt. Moment, sobald ich die Kurve hinter mich hab. So, jetzt drücke ich dauernd. Guckt. So verschwindet sie dann auch schneller. Also ich halt einfach den Itemknopf gedrückt. Ich weiß nicht, das ging früher nicht, oder? In Mario Kart 8. Ich glaube nicht. So, jetzt fahren wir mal da hinten. Ist auch gut, dass ich die alternativen Wege so ein bisschen fahre. Dann lerne ich, wo Doppel-Item-Boxen sind und wo nicht. Das sollte man so ein bisschen auswendig kennen. Aber da hinten in dem Fall gar keine Itembox. Auch gut. Kann ja nicht überall eine sein. Oh, nice. Dankeschön. So, was für Strecken fehlen uns denn noch? Röhrenraserei, was denn noch? Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Das ist immer so, die letzten paar Strecken fallen einem nie ein. Genau, Big Blue, den hatte ich sogar aufgezählt. Das ist sogar die finale Strecke von dem Spiel. Oder? Der Big Blue. Und so cool wie immer. Die Musik. Aua. So, hier ja ein paar Münzen mitnehmen. Nice. Hier kann man immer ein bisschen tricksen mit den Sprüngen. Big Blue. Auch ohne 200. Das ist vielleicht gut zu wissen. Ja, warum erzähle ich da Tipps und so? Kann ja gut sein, auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass jemand gerade zusteht, der Mario Kart 8 noch nicht kennt. Oder vielleicht noch nicht so gut.
Da sind vielleicht ein paar Tipps. Ganz hilfreich. Es ist jetzt nicht so, dass ich der Messias bin und jedem Tipps gebe und so. Nee. Ich rede einfach gerade das, was mir gerade einfällt. Ich denke, das ist okay. Das ist schon okay. Steinblockruinen. 45 Rennen. 4 Rennen noch, Leute. So, die Musik ist auch traumhaft hier. So, jetzt fahre ich mal hier rechts rauf. Komm, das mache ich sonst nie. Oh, Doppel-Itembox. Mhm. Wunderhupe. Cool. Oh. Hier durch die Pusteblumen. Sehr cool. Oh. Aua, du. Raudi, du. Aua! Oh, jetzt fahre ich mal rechts lang. Ey! Leider kein Pilz, sonst wäre ich da links gefahren. Und wieder hier ein Blitz in dieser Kurve. Oh, jetzt ist die Mitte offen. Oh, scheiße, Mann. Blöde Feuerblume. Komm schon. Noch ist das Rennen im vollen Gange. Ist noch alles für mich drin. Sogar der erste Platz. Oh, Bombe gut eingesetzt und... Ah, trotzdem Zweiter. Das ist auch nicht schlecht. Kann ich mitleben. So. Also, man kann die verbleibenden Strecken schon an einer Hand abzählen. Varios Abfahrt, komm schon! Oh, Röhrenraserei. Habe ich auch schon oft genug aufgezählt. Scheiße, was ist mir denn jetzt runtergefallen? Mein 3DS. Hat man das gehört? Fuck. Naja. Er wird es überlebt haben. So hoch ist das nicht. Der hat schon ganz andere Stürze überlebt. Und ist erstaunlicherweise noch ganz. Komm, jetzt fahr ich da durch. Mit dem Kopf durch die Wand. Ist immer gut. Oh. Scheiße, was mache ich denn? Oh. Okay, habe jetzt schon befürchtet, dass der Bob-Bomb mich selbst trifft, aber ne.
Zum Glück nicht. Oh, ich bin Erster. Cool. Oh, Scheiße! Wieso hat's mich jetzt abgedrängt? Fuck! Oh Gott, so schlecht war ich noch gar nicht in dieser Challenge. Bin selbst schuldig, Trottel. Vom 1. auf den 9. Naja. Am Ende werde ich trotzdem Erster sein. So, was fehlt denn noch? Varios Abfahrt fehlt. Genau. So, jetzt kann ich dann nachher rätseln, was noch für Strecken kommen. Ah, ne. Nach dieser Strecke nur noch eine Strecke, okay. Ich habe echt keinen Plan, welche das sein könnte. Oh, das ist auch so schön designt. Und sieht so realistisch aus. Hier die Berge da oben und alles. Musik ist toll. Oh nein! Oh! Oh, hier noch so ein Kraftwerk oder was das ist. Vario-Damm. Komm, ungeachtet davon, dass ich keinen Pilz habe, ich gehe trotzdem da lang. Oh, jetzt hier noch auf der Skipiste. Aua. Ganz schön viele Münzen verloren. Aber die haben wir gleich wieder drin. Top-Item. Bob-Omb. Eine explosive Überraschung hinterlassen. Gut, gut. Letzte Strecke, Leute. Dann haben wir es geschafft. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Lassen wir uns einfach überraschen. Jetzt gleich kommt der Aha-Effekt. Ah, die. Ach so, ja, genau, bla bla. Ah, die, genau, Marios Piste. Yeah. Wisst ihr was? Zum Abschluss spielen wir noch einmal mit Bewegungssteuerung. So. Ein. So. Einfach so aus Fun. Oh. In Mario Kart Wii hatte ich sie eigentlich ganz gut beherrscht. Habe ich immer mit Bewegungssteuerung gespielt. Immer. In Mario Kart 7 war es ganz cool wegen der Ego-Ansicht. Oh, ich kann hier das Gamepad einfach neigen. Das heißt Gamepad, den Controller. In der Luft ein bisschen wippen. Das überträgt sich dann auf das Fahrzeug. Ja, die Sticks sind trotz Bewegungssteuerung trotzdem aktiv. Also man kann da nachjustieren. Das ist ganz gut. Trotzdem ist es jetzt natürlich ungewohnt, nachdem ich jetzt so lange mit Stick-Steuerung gespielt habe. Ungewohnt mit Bewegungssteuerung. Gibt ja auch so Lenkräder, in denen man das Joy-Con reintun kann. Wie der Wii-Wheel. Da funktioniert das dann nochmal besser. Mal schauen, vielleicht schaffe ich mir so Lenkräder an. Kosten auch nicht die Welt. So. Und zum Abschluss nochmal Erster! So, dann bringe ich es auf 651 Punkte. Das ist ja nicht schlecht. Ergebnis anzeigen. So.
Aha, erster Platz. Wer hätte es gedacht? Ja, Leute. Oh, 1000 Münzen gesammelt. Damit endet unsere Challenge. Die ersten drei Parts sind vorbei. Wir haben alle Strecken gemeistert in 200er Hubraum. War sehr cool. Ist vielleicht ganz praktisch. So haben wir alle Strecken noch einmal gesehen, bevor wir in den Online-Modus starten. So 1000 Münzen gesammelt. Jetzt habe ich echt einige Münzen gesammelt. Das können wir ja gleich mal nachschauen, da unten im Menü, wie viele Münzen ich jetzt tatsächlich habe. 1300, bla bla. Also mehr als 300 Münzen habe ich gesammelt. Echt sehr cool. So, und habe da wahrscheinlich einiges freigeschaltet. Moment. So, mit dem Inkling. Oh, Go-Kart, das Retro-Kart. Mit dem Inkling, wir waren ein super Team. Wir werden natürlich auch die anderen alle Charaktere ausprobieren. Keine Sorge. So, ich bekomme noch was freigeschaltet. 50, ja, ja, das schaue ich dann alleine nach. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich hat euch diese Challenge gefallen. Haben wir alle Strecken mal gesehen. Hat Spaß gemacht. 200er, wir haben uns mal ein bisschen auf 200er wieder mal fokussiert. Nachdem wir in unserem originalen Mario Kart Projekt eher selten im 200er gefahren sind, haben wir gleich in Deluxe damit gestartet. Drei volle Parts, alle Strecken. Hat Spaß gemacht. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich. Viel Spaß beim Zocken. Ciao.